In der jetzigen schwierigen Situation schätzt man das natürlich umso mehr, dass man fit und gesund ist, und darum wollen wir uns sportlich so betätigen für die, die es nicht können. Wir haben uns spontan dazu entschlossen, dass wir heuer beim Wings for Life World Run mitlaufen. Wie wir auf die Idee gekommen sind, ist darum, dass der Onkel von meiner Freundin seit mittlerweile 40 Jahren im Rollstuhl sitzt und wir da einfach für solche Leute was Gutes tun wollen. Und deswegen haben wir unser Team Rolling Siege gegründet. Also wir sind jetzt mittlerweile schon über 30 Leute in unseren Gruppen und wir haben das bei unseren Freunden einfach weitergeleitet und jeder war von Anfang an sehr begeistert, dass er mitläuft, und würden uns natürlich freuen, dass nur mehr Teilnehmer in unseren Gruppen und natürlich durch die Phase jetzt hinweg, dass man nicht in einen Bulk laufen kann, besteht eben die Möglichkeit, dass man einen App-Run machen kann. Und das schaut eben so aus, man registriert sich auf der Wings for Life World Run Seiten und tritt dann unserer Gruppe bei. Wie der Mario eben schon im Vorhinein gesagt hat, die Gruppe heißt Rolling Siege und würden uns einfach freuen, dass wir noch mehr Mitglieder in unserer Gruppe begrüßen dürfen. Am Sonntag, den 3. Mai um 13 Uhr starten weltweit die ganzen Läufe. Es funktioniert so, dass man um 13 Uhr wegläuft und eine halbe Stunde später fährt das virtuelle Catcher-Car hinter dir her. Das Catcher-Car, das wird von halbe Stunde zu halbe Stunde immer schneller und der Lauf ist dann erst beendet, wenn dich das virtuelle Catcher-Car auf deiner App eingeholt hat. Die Wings for Life World Run App bietet die perfekte Plattform, etwas Gutes zu leisten und auf der anderen Seite auch sich gegen andere Läufer zu messen. Dabei sei bei dem Lauf kann eigentlich jeder. Egal ob man jetzt ein Profiläufer ist oder eher ein Amateur oder Anfänger, das spielt bei den Wings for Life World Run überhaupt keine Rolle. Jeder sollte einfach versuchen, sein Bestes zu geben und so weit wie man kommt, so weit kommt man eben. Also liebe Leute, bitte meldet euch an und tretet zu unseren Gruppen bei. Wir würden uns über jedes weitere Mitglied freuen. Der Lauf findet am 3. Mai um 13 Uhr statt und trainiert so fleißig und wir freuen uns, dann in unseren Gruppen begrüßen zu dürfen.